Ja, wenn wir gerade dabei sind, hat ja noch ausgestanden die Blüte der Wegwarte. Hier wunderbar zu beobachten. Mal Kamera mal ab. Also, eindeutig Wegwarte. So, damit wir gerade mal so einen Schwenk machen, wo wir hier rumlaufen. Hier ist das Saarland. Also hier hügelig. Panoramaschwenk. Wechselt hier Felder, Wiesen und Wald. Da oben in den Wald wollen wir jetzt mal rein. Mal gucken, was es da so zu entdecken gibt. Heiß ohne Ende. Was ich gerade noch zeigen wollte, ist, wenn man unterwegs ist, sollte man natürlich immer gleich, weil ich habe ja nur den Feuerstein mitgenommen und habe mir gedacht, den Zunder sammle ich unterwegs, und hier ist bei der krausen Distel ein hervorragender Zunder. Ja, also diese Samenstände. Die holen wir mal mit. Ich habe dann immer so eine kleine Box hier am Gürtel. Da stopfe ich immer alles rein. Was ich auch noch unterwegs gerade gefunden habe hier. Das ist die Hundskamille. Also nicht die echte Kamille. Na? Also wird leicht verwechselt. Aber die hat jetzt diese entzündungshemmenden Eigenschaften so gut wie gar nicht. Das kann man ziemlich gut unterscheiden, also die Hundskamille von der echten Kamille. Und zwar, man nimmt eine Blüte und schneidet die einfach in der Mitte durch. Und wenn dann hier innen drin der Blütenboden, wenn der gefüllt ist, also nicht hohl ist, gefüllt ist, dann ist die Hundskamille, und bei der echten Kamille ist der hohl. Ne? Also ein eindeutiges Unterscheidungsmerkmal. Ne? So, this way. Oh. So, da geht's weiter. Bis gleich. So, alle Leute, sind hier im Wald angekommen. Und hier war es am Wegesrand noch gesehen, das wollte ich euch noch zeigen. Und zwar der Riesenbärenklau, also die Herkulesstaude, sagt man auch. Und die ist extrem gefährlich, weil die sogenannte Furo- oder Furano-Kumarine enthält, die, wenn man da mit dem Saft in Berührung kommt und dann in die Sonne kommt, wirklich Verbrennungen hervorrufen. Ne? Und man sieht es hier, also das ist ein Blatt hier. Steht also hier direkt am Wegesrand, ne? Und da es ja so monstermäßig aussieht, verleitet das hier unheimlich, ne? Dass die Kinder gerade mal so da dran fahren und wundern sich nachher, warum sie dann diese Verbrennung an der Hand haben. Ne? Ich zeige das jetzt gerade noch mal ein bisschen näher. Also das hier, das Blatt. Ne? Und hier ist die ganze Staude. Also
bis 3 Meter hoch. Oben ist dann der Samenstand schon zu sehen. Also wirklich ein riesen Ding. Also deswegen auch der Name Herkulesstaude. Ne? Ja, und wie gesagt, nicht berühren, sonst gibt es böse Verbrennungen. Also das ist wirklich schlimm. Ne? So, dann haben wir hier noch, wollte ich euch auch noch gerade, wenn wir da gerade da sind am Wegesrand, das hier kanadische Goldrute, Solidago canadensis heißt die. Und Moment, ich stelle mal das Stativ auf. Vielleicht gerade noch ein bisschen rumlabern über die Pflanze, ne, wenn man sie schon mal da hat. Also Solidago canadensis, ne, kanadische Goldrute. Ne, hier ist mal die Blüte. Die werden wir auch mitnehmen, weil da kochen wir uns nachher einen Tee draus. Blatt raus. Ne, also wie gesagt, die nehmen wir mit. Und das ist ein sogenannter Neophyt, nennt sich das. Also die ist bei uns nicht heimisch gewesen, sondern die ist eingeschleppt als Zierpflanze damals, so um 1600 und irgendwas. Ne? Und hat sich dann, weil sie halt schön blüht, ne, und toll aussieht, ne, und hat sich dann, wie gesagt, verbreitet und gilt mittlerweile so als invasiver Neophyt, also eine Pflanze, die heimische Vegetation verdrängt, ne, weil die bildet an den Standorten, ist eine Pionierpflanze, also die kommt mit den schrägsten Bedingungen zurecht, ne, und bildet dann riesengroße Teppiche, ne, ne, weil sie sich einmal verbreitet hier durch diese Wurzelausläufer, ne, sieht man sehr schön hier den roten, ne, okay, und Riech treibt direkt wieder aus, ne? Und auch durch die Samen. Und ein so ein Blütenstand, der kann bis 20.000 Samen entwickeln. Und deswegen, wie gesagt, wenn die einmal irgendwo, meistens so auf Brachflächen oder gerodeten Flächen, kann die sich dann explosionsartig ausbreiten und überwuchert dann ziemlich alles, was so in der Nähe steht, und die einheimische Vegetation kommt dann halt nicht mehr durch. Ne? Ist jetzt die Frage, ist das jetzt wirklich schlimm oder ist das jetzt nicht schlimm? Ne? Das ist jetzt die große Frage. Also die Natur wird sich irgendwo schon selber regulieren. Ich meine, die Pflanze findet halt ihre Plätze und vertreibt dort oder behindert da die einheimische Vegetation. Aber im Endeffekt, ne, ist das so ein zweischneidiges Schwert, ne? Der auch schon mal was drüber gemacht hat, ist der Mann im Wald. Also von YouTube. Toller Mann. Der hatte auch ein Video dazu gemacht, vielleicht auch da mal reinschauen. Und wie gesagt, also die Pflanze. Die Blätter wechselt ständig. Verbreitet sich in Deutschland ziemlich rigoros. Aber wie gesagt, die Blüten, also wir können sie als Tee nutzen. Hat auch so einen süßlichen Duft. Ne? Der Tee ist zwar nicht so süß, aber aber ist kein schlechter Tee. Ne? Entwässert auch. Ne? Und gut für die Nieren. Kurz zur Seite legen. Was man auch noch machen könnte als Survival Freak, jetzt, wenn sie noch nicht blüht, kann man hier die obersten 20 cm, ne, könnte man abmachen und ein bisschen schälen und dann halt wie
Spargel oder Backgemüse zubereiten. Aber wie gesagt, wenn sie dann schon in die Blühphase geht, dann ist das relativ zäh und dann ist das eigentlich kein Hit mehr. Ne? Aber wäre eine Verwendung. Ne? Für die Teemischung nachher, wollen wir mit. Okay. So, weiter geht's. So, da sind wir wieder. Mal hier noch ein kurzer Panorama-Schwenk über das Saarland. Wirklich ein schönes Fleckchen Erde. Wir sind jetzt hier am Waldrand angekommen. Ich mache hier noch gerade hier ein Maisfeld, sogar geschützt durch einen Zaun vor den Wildschweinen. Und wir haben jetzt 1. August, also normalerweise müsste er jetzt 2 Meter hoch stehen. Und der hat vielleicht gerade mal 80 cm. Also das wird dieses Jahr nichts und das ist hier auf die extreme Trockenheit, ne, zurückzuführen. Aber was ich ja eigentlich zeigen wollte, das ist hier. So, einmal mit. Das ist, was man hier im Saarland auch noch häufig findet, das sind diese alten Äpfel, die wachsen hier wirklich noch wild so am Waldrand. Und das sind ganz alte Sorten, Trierer Weiße nennt sich das, oder Trierer Rote, oder Sievenischer Holzapfel, auch Birnen, alte Holzbirnen sind hier stark vertreten, noch von den Römern wurden die damals hier gesetzt oder ausgewildert. Und wie gesagt, die sind da innen drin, sind eigentlich knochenhart. Und sauer ohne Ende. Aber wie gesagt, die findet man hier immer noch so in Wildbeständen. Ne? Mitten im Wald. Und ganz alte Sorten, die man sonst eigentlich nicht mehr so findet. Okay, weiter geht's. So, hallo Freunde, da sind wir wieder. Mal so ein bisschen weiter ins Tiefland hier abgestiegen. Jetzt mal ein Plätzchen suchen, wo wir unser Lager aufschlagen können. Ist jetzt hier so mehr Buschvegetation, ein bisschen weniger Wald. Aber ich war ja schon mal irgendwann. Denkt mir da unten, da war glaube ich ein guter Lagerplatz, auch ein bisschen schattig. Da, hier hat es ein bisschen auch so eine Waldrandvegetation, Eschen dabei. Strategus, Holunder, Kornus, also Hartriegel. Ja, das ist also typische Waldrandvegetation. Man hat hier noch Steine, auch sehr praktisch. Und Bäume. Also Wuchs ist hier nicht ganz so dicht, das ist natürlich auch von Vorteil. Man hat zwar noch ein bisschen Totholz liegen, nicht ganz so in der knalligen Sonne. Ich denke mir, das hier ist mal so ein super Platz, denke ich mir. Ist auch weit ab vom Schuss. Also hier wird mich wohl keiner nerven. Wie gesagt, so die nächsten 4-5 Kilometer ist hier gar nichts. Pampa.
Ja. Also Rucksack, Männer, er hat jetzt nur, ich glaube, 16, 17 Kilo. Aber das langt schon. Umdrehen, sehe ich mich nicht. Ob ich da drauf bin. Jo. Ich werde jetzt hier mal meine Plane ausbreiten und mal ein bisschen Lager aufbauen und dann gucken wir mal, ob wir noch treiben. Bis gleich.